Zwei sehr günstige Dividendenaktien schauen wir uns heute gemeinsam an. Sehr günstig, weil die Bewertung schon auf ein sehr attraktives Niveau angekommen ist. Hinzu kommt, dass der Kurs auch zurückgelaufen ist. Dadurch könnten auch sehr interessante Möglichkeiten entstehen, nicht nur eine überproportional hohe Dividende zu erhalten, sondern auch vom Kurs Plus oder vom eventuellen Kurs Plus überproportional zu profitieren. Das erste Unternehmen, was ich dir vorstelle, ist mal wieder im Rohstoffsektor angesiedelt. Wir sind bei Barrick Gold, sprich beim Edelmetallsektor, angekommen. Und was mir bei der Bewertung sofort aufgefallen ist, das KGV dieses Jahr bei 13,7 ist okay auf jeden Fall. Aber schauen wir sich gleich mal die Dividendenrendite an. 4,6% gegenüber die Vorjahre ist das schon wahnsinnig hoch. Hinzu kommt die Bewertung beim KGV ist gegenüber die Vorjahre deutlich niedriger. Hinzu kommt natürlich, dass man dieses Jahr Aktien zurückgekauft hat, was natürlich ein Pluspunkt ist bei Barrick Gold. Aber im gleichen Atemzug muss ich auch sagen, ja, der Umsatz, der ist aktuell auch etwas rückläufig. Das liegt unter anderem daran, dass Gold noch nicht so laufen sollte, wie es laufen sollte. Das liegt unter anderem daran, dass der Dollar einfach aktuell extremst stark ist. Aber man sieht schon, wenn der endlich mal etwas zurückkommt, der Dollar, dann ist da auch gleich wieder Musik drinnen bei Gold und davon profitiert natürlich auch Barrick Gold. Kommen wir noch ganz kurz zur Nettomarge, die ist auch gegenüber die letzten zwei Jahre etwas niedriger, aber der Gewinn je Aktie bei 1,09 US-Dollar und die Dividende bei 0,69 Dollar, sprich die Dividende ist gedeckt. Und ja, schauen wir gleich zum Aktienchart, davor aber noch ein kurzer Hinweis: mit dem Link unten in der Videobeschreibung gibt es 25 Euro Bonus und eine Gratisaktie beim Zero Broker. Den Broker nutze ich bereits seit 2019. Das Coole daran ist, ich habe seit 2019 keine Ordergebühren bezahlt. Also gerne mal den Broker abchecken. Richtig genialer Broker, super Kundenservice, total übersichtlich, hat eine App und eine Webversion. Und mit dem Code HOLLY25 gibt es 25 Euro Bonus, die Gratisaktie. Und du musst in den ersten 30 Tagen einmal eine Aktie kaufen. Jetzt kommen wir aber, wie gesagt, zum Aktienchart bei Barrick Gold. Wir haben ja Anfang des Jahres den Konflikt oder den Start mit dem Konflikt Russland-Ukraine gehabt. Da hat man sofort gesehen gehabt, Gold, sicherer Hafen. Da hat natürlich auch Barrick Gold gleich extremst davon profitiert. Man ist von 18 Dollar relativ schnell auf 26 Dollar hochgegangen, fast 50% Kurs plus gesehen in so einer kurzen Zeit. Ja, es ist jetzt etwas ernüchternd, von 26 US-Dollar ging es mittlerweile auf fast 14 US-Dollar zurück. Und ja, ich habe peu à peu hier meine Position natürlich erhöht. Der Umsatz, größtteil vom Umsatz verdient man natürlich in Amerika mit 52%. Domrep, auch ganz wichtiger Umsatztreiber mit 12,6%, Mali 10%, auch Tansania mit 8,3%. Also auch hier von der Ländergewichtung her sehr spannend das Ganze. Und hier möchte ich definitiv nochmal gern meine Position etwas aufstocken, weil ich davon ausgehe, wenn der US-Dollar etwas schwächer wird, dass Gold einfach in der Rezession extrem gut profitieren kann. Das hat man in der Historie schon gesehen und dieses Szenario möchte ich auch für meine Zukunft in diesem Depot einfach spielen. Jetzt kommen wir direkt zum nächsten Unternehmen. Das nächste Unternehmen hat Altmeister Warren Buffett Anfang des Jahres gekauft. Wir können hier 20% günstiger tatsächlich im Aktienchart reinkommen, wenn wir das mögen. Wir sprechen hier über Citigroup, einer der angesehensten Banken in Amerika, muss man tatsächlich so sagen. Ich habe euch auch hier extra mal den Gewinn je Aktie eingeblendet, beziehungsweise Umsatzerwartungen auch die letzten 2-3 Jahre. Und man sieht vom Umsatz her auf einem richtig guten Niveau, muss man tatsächlich sagen, aber das EPS, Earnings per Share, das ist doch auch etwas rückläufig, also Zinsen steigen, das ist natürlich gut für die Banken, aber man muss halt gleichzeitig sagen, die Banken müssen halt auch mehr Geld für mögliche Kreditausfälle zurückstellen und das belastet natürlich eine Bank. Also man hat hier Schatten und Licht gleichzeitig. Was mir aber noch eingefallen ist, da oben in der Infobox habe ich da ein Video verlinkt. Die zwei Charts habe ich da jetzt auch gerade eingeblendet. Sehr spannende Unternehmen, was ich da zuletzt vorgestellt habe. Hier steht wirklich ein schöner Turnaround im Raum drinnen. Beide Unternehmen bei mir im Depot bereits drinnen. Beide Unternehmen möchte ich nachkaufen. Schau gerne oben in der Infobox nach dem Video rein, weil jetzt geht es mit Citigroup direkt weiter. Mit der Bewertung, ganz ehrlich, vom Umsatz her, ja, ist ganz okay. Was mir aber hier auffällt, ist natürlich einfach die
attraktive Nettomarge, muss man tatsächlich so sagen, mit knapp 19% für dieses Jahr. Nächstes Jahr wird es etwas weniger. Die haben aber auch eine Top-Dividenden-Historie und können diese auch peu à peu steigern. Der Gewinn der Aktie dieses Jahr vermutlich etwas niedriger wie letztes Jahr, aber die Probleme sind ja bekannt, was wir haben. Aber schaut man sich einfach auch das KBV zum Beispiel an, aktuell 0,47er KBV, hat man auch die letzten 3 Jahre nicht gehabt, auch vom KGV her. Sehr interessant natürlich das Niveau, was wir aktuell haben, und die Dividendenrendite mit 4,6%. Soll man auch nicht außer Augen lassen, vom Aktienchart her den 10-Jahres-Chart mitgenommen. Es eilt auf jeden Fall noch nichts hier zum Investieren. Ich möchte gerne so Richtung Corona-Tief runter, dass wir gehen, also so Richtung $35, da würde dann schon auch gerne eventuell mal die erste Tranche dann kaufen.